Und? Wie gefällt sie so? Landschaft ist schön. Alles andere könnte man sich drüber streiten. Ja, momentan ist es nämlich mittelmäßig anstrengend. Wir haben jetzt irgendwie so die ersten 1, 2, 3 Kilometer hinter uns gebracht. Und ich bin vollkommen überbelichtet. Aber hey, ja. So, liebe Kinder, wir sind hier an einer äußerst interessanten Stelle angekommen. Da geht's nämlich mal straight nach unten. Ja, und wir wollen irgendwo da hoch. Da so. Da wollen wir irgendwie hoch. Und solange werden wir uns vergnügen auf diesem süßen, kleinen Pfad. Also allein für den Ausblick jetzt hier hat sich schon mal gelohnt. Ja. Interessant. Wie hätten wir denn da laufen sollen? Da ist kein Weg gewesen. Da wo unter, ja, vor dem Felsen war ein Knicker. Ahoi, liebe Zuschauende. Lange Pause, aber nun geht's endlich weiter. Keks ist wieder unterwegs. Ich habe mir zwei Freunde eingepackt und zusammen sind wir unterwegs im Elbsandsteingebirge. Und wie man hinter mir schon ein bisschen sehen kann, haben wir schon die ersten paar Höhenmeter hinter uns gebracht und wollen heute Nacht in einer Bofe schlafen oder an einer Bofe, also draußen übernachten. Ist ein bisschen sportlich im Februar, aber ich glaube, das wird ganz nett. Ja, wir haben hier schon echt geile Ausblicke genossen. Echt unfassbar geile Landschaft. Auch ein bisschen anstrengend, wie man vielleicht an meinem Geschnaufe hört, aber wir haben sogar das ein oder andere Schneefeld tatsächlich gesehen unterwegs. Naja, im Februar kann es schon mal sein, dass an besonders schattigen Stellen, haha, Wortspiel, auch noch ein bisschen Schnee rumliegt. Wie geht's dir denn so? Eigentlich wieder gut. Eigentlich? Eigentlich. Was ist das Problem? Luft. Körper, wie auch immer. Körper, vor allen Dingen ganz viel Bein. Körper. Ja, aber wir haben uns hier eine Stiege gerade nach oben gekämpft und haben einfach eine unfassbar geile Aussicht. Alleine deswegen hat es sich gelohnt. Oder Jais, was hast du dazu? Hat es sich gelohnt? General Obertranspirator. Sportstoff. Ja, auch das noch. Ich möchte mal präsentieren. Elbsandstein. Kann man haben. Das muss der wieder sein. Kaka. Aber er hat schon recht. Es ist einfach nur still hier. Und das ist verdammt cool. Wir haben es jetzt 10 vor 5 und wir sind jetzt angekommen an unserer Bofe. Ich zeige euch das mal eben kurz. So sieht das hier aus. Die Jungs erkunden gerade mal so ein bisschen die Gegend. Und dieser lustige, schöne Felsüberhang ist unser Schlafgemach für diese Nacht. Ja, und so werden wir hier heute die Nacht verbringen in der sächsischen Schweiz. Und ich bin wirklich gespannt, wie die Nacht wird.
So, guten Morgen, liebe Kinder. Jetzt haben wir das hier auch mal ordentlich gemacht. Ihr seht im Hintergrund noch unser Schlafgemach, Lager. Also, etwa minimal kalt. Google erzählt uns heute Morgen, es seien 0 Grad. Ja, können wir jetzt nicht bestätigen. Was wir jetzt aber machen, ist ein bisschen frühstücken. So, wir haben es jetzt auch endlich geschafft, aus unserem Lager rauszukommen. Wir haben es jetzt 9:15 und machen uns jetzt langsam wieder auf den Weg. Ja, mal schauen, was wir heute so erleben. Die Sonne kommt jetzt langsam raus. Das ist sehr, sehr nett hier. Und so richtig, eigentlich noch keine Lust, mich wieder in Richtung Zivilisation zu begeben. Oh, die Sonne kommt raus, ich drehe durch. Na Freunde, geiles Panorama, oder? Hab ich also alles richtig gemacht. Ja, die Entscheidung hier lang zu gehen war die richtige. Naja, die Entscheidung meinte ich nicht. Das haben wir ja gemeinsam entschieden. Meint ihr jetzt, dass die Strecke so gekommen ist? Ist das eine geile Aussicht oder ist das eine geile Aussicht? Jetzt, wenn du aus dem Weg ist, ja. Sag mal. Mann, hier überall diese Fototouristen, das ist aber auch zum Kotzen, ey. Schlimm. Überall sind die. Weißt du, wen ich viel schlimmer finde? Diese Videotouristen, die sind die schlimmsten von allen. Monsieur, du als Navigator, erzähl uns doch mal bitte, wo wir gerade sind. Ja, im Elbsandsteingebirge, würde ich sagen. Und derzeit Nähe der Schrammsteine. Aha. Ziemlich geile Aussicht, sehr beschwerlicher Anstieg, aber endgeile Nummer. Meins hat sich trotzdem gelohnt. Auf jeden. Aha. So, du lässt es dir schmecken, was gibt's bei dir Feines? Beef Jerky. Sehr, sehr gut. So, nach einem doch recht sportlichen Aufstieg sind wir hier gerade unterwegs auf einer Gratwanderung. Und zwar im wahrsten Sinne. Metallstiegen und Treppen liegen bereits hinter uns. Hier pfeift ganz ordentlich der Fuchs. Aber die Aussichten sind echt verdammt cool. Macht schon Spaß. Anstrengend wie so, aber macht Spaß. Das ist ja fast mal eine schöne Aussicht hier. Da wir bisher noch keine schönen Aussichten hatten, ist das endlich mal eine schöne Aussicht. Ist einfach schön und sehr, sehr vielseitig, wie ich finde. Vorhin haben wir noch ordentlich Schnee gehabt oben, ein Stückchen höher. Jetzt haben wir uns ein paar Meter nach unten bewegt, so circa 200. Und sind hier auf einem wunderschönen, kleinen, aber feinen Wanderweg und gehen hier durch so einen Fichtenforst. Und ja, im Wetter haben wir natürlich richtig Pech gehabt. Oh Mann, war das Wetter schlecht. Nee, das ist natürlich Quatsch. Also Wetter, absoluter Traum, auch nachts. Klar, ist ein bisschen kühl geworden, aber wir waren ja richtig ausgestattet. Von daher war das einzige Problem, in Anführungsstrichen, was wir hatten. Es wurde halt verhältnismäßig früh dunkel. Aber da im Dunkeln noch lange rumzusitzen und darüber nachzudenken, wie kalt es jetzt langsam wird, ist natürlich blöd. Deshalb wir uns dann relativ früh ins Bettchen verkrochen haben. Naja, und wenn dann erst so spät die Sonne wieder aufgeht und man los... Also um loszulaufen, dann liegt man doch schon ein bisschen länger wach nachts und ja, weiß nicht so richtig, was mit sich anzufangen. So, wir haben jetzt inzwischen die Tour hinter uns gebracht, sind schön eingekehrt und werden jetzt den Heimweg antreten. Wie hat dir das Essen geschmeckt? War gut, sehr lecker. Grundsätzlich würde ich sagen, wir haben uns das auch verdient, oder? Auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.